David Villa macht Schluss. David Villa wird seine aktive Laufbahn beenden. Das teilte der 37-jährige Spanier am Mittwoch mit. Ich habe schon lange darüber nachgedacht. Es ist das Ergebnis von Gesprächen mit der Familie und Freunden. Ich wollte mein Karriereende selbst bestimmen, nicht dazu gezwungen werden, sagte der frühere Welt- und Europameister. Keller schreibt Nürnberg-Aufstieg ab. Jens Keller hakt den Aufstieg mit dem 1. FC Nürnberg in dieser Spielzeit ab. Wenn man auf die Tabelle schaut, bringt es nichts, mittelfristig zu denken. Man merkt der Mannschaft ihre Verunsicherung an. Ich muss jetzt schauen, dass sie wieder an sich glaubt, sagte der 48-Jährige bei seiner Vorstellung als neuer Clubtrainer. In erster Linie gehe es nun darum, der Mannschaft Selbstvertrauen und Stabilität zu geben, sowie die Defensive zu stärken, so Keller weiter. Neuer äußert sich zu Guardiola-Gerüchten. Manuel Neuer hat sich im Rahmen der Pressekonferenz des DFB zu einer möglichen Rückkehr von Pep Guardiola zum FC Bayern geäußert. Zu den Gerüchten kann ich natürlich nicht sagen. Also wir sind jetzt hier bei der Nationalmannschaft und das höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Und man wird natürlich sehen, was passiert, was die Verantwortlichen vom FC Bayern München entscheiden. Und im Moment läuft es sehr gut und in den letzten 6 Tagen beim FC Bayern hat der Hansi Flick alles investiert mit seinem Trainerteam und wir waren 2-mal sehr erfolgreich und ich glaube, die Verantwortlichen werden einfach dazu Stellung beziehen, wenn sie Stellung beziehen wollen. Zuletzt wurde der ehemalige Bayern-Trainer von verschiedenen Medien als Kandidat auf die Nachfolge von Interimscoach Hansi Flick ins Gespräch gebracht.